ja, diese Spieler sind auf Augenhöhe. Ja, auf Augenhöhe. Ich sag mal, ist es anstrengend für beide auf jeden Fall, das Matchup. Also Sergeant spielt Bio gegen Sheik und Matchups sind relativ even. Mhm. Ein Matchup, das wir auch oft sehen auf der internationalen Bühne. Ja, genau. Halt auch in den Farben von Volt. Die Freshman Sheik, wie ich sie gerne nenne. Ja, Witch Twist. Ah, Oik sehr überlegt. Ja, Oik versucht ein Opening zu finden, das Landing zu punishen. Da hat er die Afro Bouncing Fish. Schöne Nair Landing. Ja, stufft die mit Nair, was Mr. A auch gerne macht an der Ledge. Ja, das war allerdings Landing Nair. Mr. A macht schon öfter, glaube ich, den Short-Hop näher. Ah, okay, den... Ah. Genau, aber den Landing, der macht er auch natürlich. Bad Within. Also schön Power Shield, leider kein Punish mit Grab und schon wieder Bad Within. Ja, dann wahrscheinlich Problem sein, dass immer wieder auftauchen wird für Sheik, wenn weiter Kombon, welche Kombo-Bäume er da benutzen kann, wenn Bad Within eine Rolle spielt. Oh, da wollte er den Witch Time. Oh, und Sheik close, win. Close. Leider nicht. Leider die letzte Fair nicht bekommen. Hätte funktionieren können. Wäre natürlich sehr schön für Sheik gewesen. Early Kills. Darauf muss sie fischen. Aber wie du gesagt hast, beide auf Augenhöhe, beide bei 80% ja, ungefähr. Also ist sehr even das Matchup und das aktuell das Match auf jeden Fall auch. Sheik wird irgendwann strugglen, sobald Bio einfach zu viele Prozente hat, aber da wollte er die UR nehmen, hat sie leider nicht bekommen. Und geht die Backer ab, führt fast zum Stockverlust. Ich hab. Und jetzt auf 100% an und oh, er da hat ihn er die UR bekommen, schön. Fischt ihn da an der Plattform so, jetzt muss Oik auf jeden Fall versuchen, den Lead auch weiter aufzubauen. Mit Sheik ist das, das... Oh, da hat er den Kill, leider. Ich wollte gerade weiterreden, aber dann habe ich... Ja, wollte ich lieber brauchte die Bayonetta, auch gar nicht mehr weiterreden. Ja, die Bayonetta-Kombo abwarten. Ah, Fourth Throw into Up Air, kriegt den zweiten Up Air nicht ganz gut. Interessant, okay. Ah, stellt sich da gut vorbei, aber wird gepunished mit dem Grab. Oh, schöner Read. Tech Chase. Ah, er kriegt den Tech Chase leider nicht. Wird gestufft mit der Back Air. Dash Attack into UR. Damage. Oh, oh, oh. Oh, oh. Das der hätte Soft böse hätte enden können. Hätte in einen Bouncing Fish führen können. Und, oh, kein Punish leider. Und? Leider kein Follow-up. Back Air. Oh, Sheik jetzt auf einer schwierigen Prozentzahl. Ja, Sheik, ich glaube, eine Back Air und das war's. Down Tilt to UR killt auch. Ah, Fisch jetzt auch noch den Back Air. Versucht, Oik in der Luft zu halten. Ja, schön. Und die Nair Landing. Und dann sehen wir die Back-Air-Wall, die so oft benutzt wird von Bayonetta-Spielern in den Prozentzahlen. Schön. Oh, 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 das... Okay, Grab, Afro. Nee, reicht nicht. Und, oh, ich dachte, da kommt jetzt die Back-Air, aber... Oh, oh, okay. Das wäre... Ah, da ist die UR. Schade. Das ist das, was man cute nennt. Also mit dem Bouncing Fish gegen die Stage und dann in eine Position zu kommen, um mit dem Nair die Recovery abzudecken... Genialer Move, hat leider nicht geklappt. Ein bisschen misspaced. War sehr knapp. Da hat sich dann Sir John doch nicht treffen lassen. Sie gehen wieder zurück zu Sheik Will, so wie ich das gesehen habe. Sir John 1-0 in Führung. Und Witch Time Versuch. Aber Oik auch gut darin, aus den Bayonetta-Kombos, also aus den wirklichen Carry-Offs oben rauszukommen. Ja. Wurde bisher davon nicht getroffen. Ist immer vorteilhaft. Er wurde jetzt nicht so oft getroffen vom Witch, das heißt nicht.
Ja. Er versucht natürlich immer eine gewisse Range zu halten. Da ist da die ist Witch Time. Die oh, nee. Kann nicht kriegt connecten. Den Witches Follow-up nicht. Back Air? Oh, fair. Da geht er immediate nee, auf die Fair. Back Air den auf Stage. Back Air den nochmal. Back Air, Double Back Air. Up Smash? Ich glaube, die sichere oh. Methode mit dem Fair. Okay. Witch Twist? Nee, kein Follow-up. Trifft mit dem Soft Back Air. Oh, oh. Grab? Da dachte ich, dass jetzt der Up Air kommt. Oh, da wollte er mit der Up Air killen. Oh, kommt mit dem Down Air runter. Aggressive ja. Option. Hat ihn an der Ledge. Kriegt die Rolle. Oh, zieht Landing. Ihn runter. Oh, sehr schön. Wunderschöne Kombo. Er zieht Kombo. Ihn mit der UR runter. Und dann eine Down Tilt. Was war dann, das? Dann Turnaround Forward Tilt. Turnaround Forward Tilt, genau. In und dann in Up Air. Sehr schön. Oh, das war sehr komisch, die Fair. Sehr komischer Trade. Oh, und jetzt hat Olk Momentum, baut die Prozente auf in seinem immer noch ersten Stock das, auf 86%. Was er muss, genau richtig. Back Air. Oh, da war die. Oh, da, da ist der Witch Twist. Und das war der Kill für Sir John. Und da kommt der typische Bayonetta-Taunt von Sir John. Mal sehen, ob es ein Taunt to get wrecked wird oder ein Taunt to win. Trade. Oh, oh, da geht er auf die Upsmash leider. Ja, erster Upsmash versucht in diesem Spiel wieder. Wie hart muss er dafür bezahlen? Und wir haben wieder ein Even Game mit einer Combo von Bayonetta. Oh, kriegt den Mistech leider fair. Nicht. Nair into. Kriegt er den Kill? Er geht auch extrem nee. Aggressiv mit den Nairs in Sir Johns. Ja, und da muss er auf jeden Fall vorsichtig sein. Oh, Side B. Da kriegt er den Backer. Was das? Reicht noch nicht ganz. Oh. Oh, und die zweite ist Backer. Leider schon etwas staled. Okay. Oh, ich dachte, da kommt jetzt ein Backer, aber... Oh, ich schaffe es wieder zu stabilisieren. Neutral. Ja. Wieder aggressive Nair in ihn rein. Bouncing Fish trifft nicht. Throw. Ich glaube, da war ein bisschen zu langsam. Oder es connectet jetzt nicht mehr. Oh, shit. UR? Ja, waiting, you richtig riskant war's. Von Oik da den Bouncing, Bouncing Fish zu machen. 2-0 für Sir John. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil hier steht, wir sind im Best-of-3-Territory, aber Sir John führt 2-0 und sie spielen weiter. Sind wir im Best-of-5? Da möchte ich gerne eine Bestätigung von der Production hören. Top 16 schon. Top 5 oder Top 3? Best-of-3 oder Best-of-5? Okay, wir sind doch im Best-of-5-Territory. Alright. Okay, 2-0 für Sir John. Wird Oik das Comeback machen? Reverse 3-0. Oh. Kick the forward. Throw a bouncing fish. In die Bayonetta kommen rein und wird da jetzt rausgetragen. Immer noch nicht. Wurde nicht einmal rausgetragen. Konnte bisher rauskommen, aber wird immer und immer wieder in Bayonetta-Kombos reingetragen. Keine Early Kills für Sir John. UR für Damage. Und es ist wieder Dead Even. Ein schlechter Trade für Oik. Ah, clever geht er auf die Plattform oh, rauf. Oh, okay. Das kann mit dem Upsmash. Landing Nair into Upsmash hat er versucht. Machen gerne Sheeps. Back Throw. Fair. Ne, reicht nicht. Bouncing Fish. Ne. Geht da weit raus. Ah, das hätte tödlich enden können. Und da ist es auch. Und es endet tödlich mit der Back Air. Wieder der Taunt. Und oh, Early Kill. Kriegt ihn da ganz oben, aber hat keine Rage leider mehr. Ja, Bad Within. Kriegt den Backer auch. Sehr nicht. Starker Move übrigens. Bad Within ist ein Backup, wo Bayonetta einfach nicht sterben kann. Mhm. Das hat auch nur sie. Neben ihrem. Ah, lässt er sich droppen? Ist nee. Hat er die Rolle gebuffert wahrscheinlich, ne? Ja, er hat sofort gerollt, sodass er nicht ihn trumpen konnte.
Ja, fängt ihn da fast ab. Schlechter Trade gewesen. Hätte aber das positiv enden können. Oh, gerade sehr aggressiv. Ja, wird gegrabt von Sir John. Und wird da jetzt rausgetragen. Das ist der. Oh. Typisch Bio-Combo. Da wird er einmal getroffen, aber bei zwei Stocks ist das, geht das so in den Spielfluss rein. Und jetzt haben wir einen Kommentatoren-Austausch. So, ich verabschiede mich. Hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich fürs Kommentieren. Dankeschön, Tai. Es hat sehr Spaß gemacht, mit dir zu kommentieren. Ich hoffe, dass wir bei den nächsten Turnieren wieder Chancen haben, miteinander zu kommentieren. Dass ja, du da ein bisschen vielleicht weiter mit reinkommst. Ja. Weil wir brauchen Kommentatoren im Deutschen, wir brauchen sie auch im Englischen. Und genau. So, jetzt kommt Fabi übrigens. Viel Spaß. AKA Purple Age.